Also die Frage lässt sich eigentlich von selbst beantworten, natürlich nicht. Wir haben 3-1 verloren. Elegante Schwächen schon wieder bei Standards gezeigt. Wir waren zwar vielleicht spielerisch in manchen Teilen das bessere Team, aber es reicht einfach nicht und deswegen haben wir halt bitter, aber wahr verloren. Na, wir haben uns gefreut, dass wir hier heute gegen Zehlendorf spielen können. Zehlendorf spielt ja in der Regionalliga. Das war ein ordentlicher Vergleich und ich denke, erste Halbzeit war Zehlendorf etwas stärker und in der zweiten Halbzeit wir und somit ja, ein verdienter 3-1-Sieg. Aber im Testspiel ist es nicht wichtig, ob man gewinnt oder verliert. Wichtig ist, dass wir Trainer die richtigen Erkenntnisse aus den Spielen nehmen und das haben wir heute, denke ich mal. Ja, also meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, mal ein Wochenende frei zu machen, weil wir jetzt gar kein Wochenende mehr spielfrei haben, auch unter der Woche Pokal. Deswegen, also ich teile die Ansicht eigentlich nicht, dass wir jetzt nochmal ein Spiel machen, weil wir auch die anderen zwei, drei Testspiele auch verloren haben. Deswegen motiviert es halt auch nicht, weil es in der Liga im Moment auch nicht läuft. Deswegen hätte man eigentlich mal ein Wochenende Pause machen können, meiner Meinung nach. Wir haben jetzt 5 Spiele gehabt, wir haben 4-mal gewonnen, einmal knapp verloren gegen Viktoria, aber das Spiel hätte auch 1-1 ausgehen können. Wir gucken von Spiel zu Spiel, versuchen uns von Spiel zu Spiel nach vorne zu arbeiten, dann sehen wir, was am Ende möglich ist. Was für Ziele wir haben, also ich denke mal auf jeden Fall ist ja klar den Klassenerhalt. Ich meine, wir stecken ganz tief unten drin, sind glaube ich Vorletzter oder sowas. Deswegen, es geht ums nackte Überleben und wir müssen jetzt so langsam mal punkten gegen Union. Wäre was für vielleicht möglich gewesen, aber wurde ja abgesagt.